Oh, hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar möchte ich mich hier mal etwas, wie man sieht, ganz anderem widmen. Ja. Wir wissen ja, auf Steam sind Spiele einfach überwiegend viel zu teuer. Ich kann euch den Preis, den ich jetzt bezahlt habe, aber nicht nennen, weil ich weiß, beziehungsweise euch wissen lassen kann, dass mein Dad weiß, dass ich das hier betreibe. Und ich habe ihm diese Spiele auch gekauft, habe ihm das die Tage zum Geburtstag geschenkt. Und ja, Prey. Ich schalte jetzt einfach mal die Szene um für Spielaufnahme und dann schauen wir einfach mal gemeinsam rein, würde ich sagen. Ab geht die Post. Okay, ist ja frisch installiert. Jetzt muss ich das erstmal in der Firewall zulassen. Fail. Oh, wiederholen. So, und jetzt geht hier die Post ab. Höchstwahrscheinlich. Ich nehme mal meine Facecam weg. Ja, das ist jetzt für euch so ein bisschen verschoben gerade, aber das werde ich gleich regeln. Wir landen ja wohl hoffentlich erstmal in einem Menü. Musik ist schon mal sehr geil. Beliebige Taste drücken. Jo, machen wir das doch. Vielleicht liegt es auch an der Auflösung. Müssen wir schauen. Grafik. Ah ja. Ich brauche die da. Alt-Taste zum Anwenden. Okay. Schauen, was das ändert. Ah, das sieht ja schon ganz anders aus, nicht wahr? Ich lasse das hier einfach erstmal so, wie das alles steht. Ich möchte nur gerne das Ganze ein bisschen Let's Play-tauglicher schon mal versuchen zu gestalten von vornherein. Gameplay, Hauptdialog, dies und das. Lassen wir alles einfach mal so. Ja, gut, hat ja bis hierhin schön geklappt. Alles eingefangen. Erst ein bisschen versetzt, aber gut, das hätte ich mir schlimmer vorstellen können. Jo, dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel und ich nehme vorsichtshalber meine Facecam weg, weil ich hier keinen Text oder irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, was kommt. Wir gucken jetzt echt gemeinsam quasi hier rein. Ich gehe hier erstmal auf leicht. So, jetzt kann ich wählen zwischen männlich und weiblich. Okay. Ich bin natürlich männlich. Betrete mein Apartment. Okay. Wir werden diesmal also nicht entführt wie in dem ersten Teil damals. Sondern wir sind schon im Weltall irgendwie. Oh, Film ab. Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Okay. Doch nicht im Weltall? Was denn nun? Danke, dass du Prey vorbestellt hast. Ein Vorbesteller findest du in einem speziellen Weltanmelde morgens Büro. Okay. Ah, mit der rechten Maustaste komme ich aus solchen Guten Menü Morgen, raus. wach auf! Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch.
Ich, es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Tja, okay. Den muss ich aber sicherlich anziehen hier. Drücke O, Transcribe zu öffnen. Steige in den Helikopter auf dem Dach. Okay. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Auszug aus Architekten-Neutronen, ja, das ist Let's Play-mäßig wieder sowas, ne? Mach meine Facecam mal weg, so, drückt auf Pause, dann könnt ihr das lesen, wenn ihr das wollt. Genauso wie das. Grafik ist ja schon mal nice, ne? Obwohl ich hier noch nichts eingestellt habe, es kann wahrscheinlich noch deutlich besser aussehen, hier und dort. Ah, hier, Tasse Kaffee, hau mal rein hier. Ups. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaften, naja. Mal ein bisschen aufräumen hier. Alles so ein Rumgespiele hier. Ups. Eines Vox. War das nicht eben noch was anderes? Mit Leertaste klettern. Jo. Super. Mit dem Scrollrad komme ich hier in so ein Menü rein. Okay. Ah, erstmal hier eine Runde zocken hier. Scheiße, schon wieder verloren. Im Zuge des Fermi-Problems hieß so nicht mal ein Chip von Nvidia. Von Nvidia. Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen. Okay. C kann ich mich anscheinend ducken. Ah, mal über die Couch laufen hier. Was haben wir denn hier? Feines. Elektronik leicht gemacht. Der Typ bastelt anscheinend gerne. Da haben wir einen Computer. Ausgefranste Kabel. Durchgebrannte Platine. Benutzer Plastikschlauch. Können ja einiges mitnehmen. Das schon mal vorab. So. Aber jetzt muss ich. Ich habe jetzt auf Y gedrückt. Tutorial. T, um mehr zu erfahren. Ja. Ist klar.
Drei E-Mails haben wir. Okay. Könnt ihr ja auf Pause drücken. Zeigt das ja auch nochmal einen Moment länger. Gut, gut. Dateien, Programme haben wir hier nichts. Tja. Hier gibt es irgendwie nichts, oder? Ups, aus Versehen die verkehrte Taste gedrückt. Anleitung zur Installation von Neuromods. Tja. Nachttisch können wir noch ausräumen. Ja. Lampen an- und ausmachen und wir können hier aus der Tür raus. So, hier haben wir noch einen Raum. Badezimmer. Ach so, das ist so eine Schiebetür. Ich würde schon sagen, hä? Gut, gut. Können wir hier vielleicht noch raus? Die Tür klemmt, okay. Aber an und für sich könnte man wohl da raus. Da liegt auch irgendwie was auf dem Tisch, ne? Tja, gut. Dann gehen wir mal raus hier. Achso, ich kann nur eine bestimmte Zeit lang schnell laufen. Guten Morgen, Mr. Yu. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Nee, echt? Diese Dinger können tückisch sein, wissen Sie. Na, wenn du meinst. Tja. Ja, dann, so mit F. Ja. Dann fahren wir dann mal hoch. Gibt's hier sonst noch was? Sieht nicht so aus, ne? Aber man kann sich das alles mal angucken. Man hat ja die ganze Grafik nicht von umsonst gemacht, ja? Steigen wir mal ein hier. Mr. Yu, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Na dann. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. Softworks Presents. Das ist alles noch so intromäßig. Durchgehend klarer Himmel. Schick, schick. Schöner Blick auf die Bucht. In Arcane Studios Production. Aha. Sticky Works. Ist alles so ein bisschen Werbung hier, anscheinend. Wieso? Ja, ist schon schick gemacht, ne?
Prey. Aha. Oh. Sind wir irgendwo gelandet? Da wären wir, Mr. Hugh. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Was für Glas? Was soll das? Naja. Anscheinend haben wir einen Privatflieger, ja. Hallo, Dr. Yu. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Okay. Gefällt mir nicht, wie sich das Ding mir immer nachdreht und mich beobachtet. Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Trendstar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mondsystems zählt. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Okay. Nicht, dass diese Dinger sich irgendwann gegen mich hier, ne, und sowas. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Half-Life. Irgendwie etwas. Testanlage und so. Morgan. Endlich. Trendstar-Testanlage. Was wollt ihr hier von mir, Jungs? Hey, diese Trendstar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Hier vor umgucken? Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Läuft. Die wissenschaftliche Methode. Ich verdrück mich hier fleißig mit diesem Webcam, Facecam an- und ausmachen. Das ist, ja. Muss ich mich irgendwie erst noch besser daran gewöhnen oder ich muss die Taste umstellen. Ach, halt die Klappe. Sabbeln wir nicht in meinen Text hier, den ich mir gerade hier schlagfertig ausdenke für meine Videos. Ey, ihr macht doch hier nicht. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis, so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Na, klasse. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Jo. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Sehen Sie? Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll.
Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Irgendwas ist sehr merkwürdig. Das gefällt mir nicht. Mach die Hütte auf hier. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Mhm. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Ich mit F-Taste machen, okay. Planen Sie einen Urlaub, besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Am liebsten sind mir vertraute Orte. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Herr Wangs, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Tja, ich tendiere zwischen den ersten beiden. Ich würde sagen, ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu, ne? Oh, nicht einfach. Führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Das Gleis wechseln, nichts tun. Also, 1 für 5. Ja, das ist hart, aber herzlich. Weiter. Führerloser Zug fährt auf 5 Meter zu, steht auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Ja, wieder einer für 5, ne? Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ein Gleis. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Ja, aufs Gleis springen. Wow. Ist ja ein Spiel, ne? Ich könnte es ja umbringen, um andere zu retten. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte es ja. Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Verdammte Scheiße. Was ist da jetzt los? Ich wusste doch, das war's faul. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Darf ich wieder was sehen, bitte? Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Moment mal. Erinnert euch das auch an einen bestimmten Film? Wo ihr immer wieder denselben Tag durchlebt? Irgendwie schon, oder? Ach komm schon, geht mir mit diesem grausamen Sound aus den Ohren. Ich dachte, das ist ein Shooter und nicht so ein Gruselspiel, ey.
bitte nicht. Ich wollte doch nur ein paar Aliens abschießen, Mann. Gucken, ist jetzt die Tür hier auf? Nein, die klemmt nach wie vor. Ja, ja, Elektronik gleich gemacht. Aber die... Doch, da liegt das, da liegt das, da liegt das. So. Der Stuhl ist umgehauen. Oder noch umgehauen. Ja, komm, hau das Passwort rein hier. Vorhin hatten wir nur 3 E-Mails, oder? Achso, mit der F-Taste, ne? Ja, Gefahr, verschwinden Sie. Weiß ich. Ah, ich muss ja mit der... Ne? Ist ja, ja. Tja, okay. Wie soll ich nun... Oh fuck. Ey, ich hab mir original ein Horrorspiel gekauft, ja. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ich hab einen Plan. Na, klasse. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Oh, fuck. Jo, das machen wir dann aber in der nächsten Folge weiter. Das kann ja eine Packung werden. Gut, Dark Matter habe ich jetzt abgestoßen, weil mir das dann zu doof war. Passt ja, ne? Machen wir stattdessen das hier. Gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Brave.